Also, Leute... Soll ich dir mal schnell was schreiben, damit... Nee, ich hab dann noch was. Ich hab dann noch was. So, also Leute, das, was ich gerade gesagt habe, muss jetzt rausgeschnitten werden. Halli, hallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde. Hier ist die Sah aus Dessau mal wieder für euch. Und wir sind wieder in einem Future, denn ich habe die Elisa von Elisa Mina. Ja, ich habe einen neuen Channel. Den neuen Channel findet ihr hier gleich hier oben in der Infocard. Aber seid gewarnt, erst danach draufklicken. Erst das Video angucken und dann könnt ihr unten in der Infobox nochmal den Link zu ihrem Kanal finden und dann könnt ihr dort mal vorbeischauen. Also erst fleißig dieses Video weiter gucken. Mittlerweile sind wir wieder da von der Buchmesse für euch. Bei uns ist es jetzt aber so weit, dass wir morgen erst fahren. Also wie ihr drunter schon lesen könnt, machen wir den Alltagshack. Und ich habe mir dazu meine Lisa wieder ins Boot geholt, weil sie einmal wieder in Dessau ist, in der Heimat. Also die Leute haben das nicht schon langsam mitbekommen? Ich bin ja reingefotoshoppt. Ich sitze eigentlich vor einer grünen Wand und rede mit mir selbst. Musst du unser Geheimnis verraten? Also jetzt immer wirklich. Ja, natürlich, damit ihr alle sehen, was du für Skills hast, mich reinzufotoshoppt. Alles klar, ja, ja. Die Sau ist Dessau. Folgeskills. Mittlerweile 72 Abonnenten. Ich habe jetzt auf dem Channel 8. Hey, das wird. Du warst auf deinem Elisa in Kiwi immer noch 128. 130. Warum dauer brennt, weiß ich immer mehr. Als du sagst. Okay. Also ich bin heute Morgen um 8 aufgestanden. 7.47 Uhr. Präzise Zeitangabe. Was ist Frühstück? Also bei mir ist das so, da ich meine Ernährung wieder umgestellt habe, muss ich Frühstück essen, muss ich Mittag essen. Also ich bin sowieso schon eine Frühstückerin, ja. Und du, außer Knusperflocken, noch was? Ich esse, worauf ich Lust habe. Manchmal mache ich mir Pfannkuchen. Soll ich euch jetzt mein Album an Holly-Fotos zeigen? Ich mache ständig Fotos von ihr. Alleine bevor ich hierher gefahren bin, habe ich so 10 Fotos geschossen. Und was ist Holly für ein Haustier? Ach komm schon, Leute, ihr kennt Holly. Jeder kennt Holly. Es gibt bald eine Sekte mit Holly-Liebhabern. Also sie hat eine Katze. Übrigens. Und ich habe nichts. Nein. Nein. Also mein letzter Film war Die Schöne und das Biest, aber den Trickfilm, weil ich den vorher nie gesehen hatte. Ich weiß, so reagieren alle, denen ich das erzähle, aber das ist der einzige Disney-Film, den ich nie gesehen hatte. Das war bei mir der einzige, den ich wirklich von den Disney-Prinzessinnen auf DVD hatte. Also bei mir war es My Big Fat Greek Wedding 2. Oder wie mein Freund sagt, Big Wedding Massacre. So, jetzt müssen wir alle mal in die Handys gucken, also einen Moment. Meine Mutter hat mir von geschrieben. Und da steht, sind gut angekommen. Da das letzte ausgepiept wurde, muss ich euch sagen, dass meine letzte WhatsApp ist, mein Freund, na, wollen da jemanden holen, aber kann ich dir nachher erzählen. Ja. Ich glaube, jeder kennt das. Ja gut, also ich für meinen Teil verbringe ja eigentlich ganz gerne irgendwo meine Zeit, wo viel Wasser ist und Ruhe und Natur und keine Menschen oder Zivilisation. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ja, ich habe Baldrian-Tabletten genommen, aber das ist ja pflanzliche Medizin. Und du? Ja. Also ich habe eine Schwester. Ich bin Einzelkind.
Der perfekte Pizzabelag ist bei Margarita. Mir Schinkenkäse, also Margarita und Schinken. Gucken wir uns jetzt gegenseitig in die Augen? Haben wir beide grün? Ja, beide grün. Ja, wir haben beide blau-grün. Also ich habe ein bisschen blauen Grün. Was auch den goldenen Ring? Schaut euch das mal an. Gar nicht creepy. Also ich muss ehrlich dazu sagen, ich finde ungeschminkte Frauen natürlicher und hübscher als so übel zugeschminkte. Ja. Natürlich. Also ich habe auch kein Problem mit geschminkten Frauen, wenn sie sich anständig schminken und keine Zensurbalken in dein Gesicht hauen. Das war bei mir gestern, bevor ich den Weg hierher antrat. Irgendwie musste ich da weinen. Am Bahnhof. Es war nicht viel. Aber ein bisschen. Oh, dafür bist du jetzt aber hier bei uns. Also bei mir war es die Try Not To Cry Challenge. Ich habe die probiert mitzumachen, habe ein YouTube-Video genommen und Try Not To Cry und es einfach mal probiert und habe gesagt, eigentlich geht das doch gar nicht. Was soll da kommen, dass ich weine? Mein Freund hat sich letztlich nur kaputt darüber gelacht, dass ich geweint habe. Und sehr geweint habe. Wenn ihr das hier auf dem Kanal mal sehen wollt, dann lasst doch mal ein Like einfach hier unten drunter. Oder schreibt es in die Kommentare. Genau. Also wenn ihr mal doch eine Challenge sehen wollt von der Saus Dessau, die sich sehr vehement gegen Challenges wehrt, dann Daumen nach oben oder in die Kommentare damit. Das Ding heißt Curtains von Gabriel. Der Name ist. Curtains. Das heißt Curtains. Es ist aus Myst. Wieder, Soundtrack. Peter Gabriel! Curtains von Peter Gabriel! Das Video an von Myst, das ist so schön. Und den Link dazu finde ich hier unten in der Infobox. Bei mir ist es übrigens auch ein Soundtrack, denn das Game of Thrones Intro von Forte gecovert mit valyrischem Gesang. Ja. Ja? Es war zur letzten Mondfinsternis, letztes Jahr vor Oktober. Und vor Studium, ich hatte nicht viel zu tun und hatte einen scheiß Schlafrhythmus und habe deshalb gesagt, okay, ich bleibe einfach mal 24/7 wach, um wieder müde sein zu können, damit ich halt Schlafrhythmus finde. Das habe ich auch getan. Ich habe in der Nacht das Juwel zu Ende gelesen, bin am nächsten Tag direkt in die Stadt, um mir ein Buch vorzubestellen. Bin auf dem Weg bei mir auf Arbeit vorbei und es hat sich herausgestellt, dass ich arbeiten musste und dann hatte ich Spätschicht. Also war ich sehr, sehr lange auf den Beinen. Oha, na dann kann ich das nicht toppen. Ich war bloß mal, konnte vor der Nachtschicht nicht schlafen, vor der ersten Nachtschicht und war dann, bin dann um 7 aufgestanden und habe dann bis also die Nachtschicht durchgemacht, dann war es wieder um 7 und ich konnte auch eine Weile erstmal nicht schlafen. Also sind dann 28 Stunden draus geworden. Da ich zurzeit die Ernährung umgestellt habe, kann ich jetzt beides nicht mehr viel abgewöhnen. Also, ich habe noch nie Pepsi oder Cola getrunken. Was? Ja. Hast du noch nie Cola getrunken? Nein. Okay. Ich habe wirklich noch nie eines dieser beiden Getränke getrunken. Winter is coming. Ach, hu. Also ich muss sagen, mir ist lieber zu kalt als zu warm. Also man könnte ja sagen, man möchte den Winter allgemein, wenn man sich auf kalt einstellt. Und wenn er dann nicht kalt ist, freut man sich trotzdem. Bei mir ist es auch das Buch, am liebsten auch das Hardcover-Buch, weil ich lieber was in der Hand habe. Also es funktioniert bei mir genauso oft. Also, ah, alles klar. Das trifft auch auf mich zu. Dafür lassen wir jetzt mal Shahrukh Khan sprechen. Liebe ist Freundschaft. Wenn sie nicht meine beste Freundin sein kann, dann kann ich sie auch nicht lieben. Ohne Freundschaft gibt es keine Liebe. Beide unser Lieblings-Bollywood-Film. Ja. Und durch Zufall entdeckt, dass das ja unser beider Lieblings-Bollywood-Film ist, ja. Tin, tin. Kling, 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 kling. Wir sind Nerds, wir gehen nicht raus. Wir müssen die Kellerfreude bewahren, ja. Ich sag immer Mondschein wollen. Oder so. So, das war's mal wieder von hier, von diesem Video mit Elisa von Elisamina.
Jetzt könnt ihr nach der Verabschiedung auf das Video klicken und auf ihrem Kanal könnt ihr mal da reinschauen. Wenn ihr solche Bücherwürmer seid wie Elisa, dann ist der Kanal für euch wie gemacht. Disclaimer, es geht wirklich nur um Bücher. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch ganz schnell. Oder wir wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne nächste Woche und bis zum nächsten Video. Tschüssi!